Sprechprobe. Sprechprobe. Schmink bin ich auch noch. Bist du der Sprechprobe? Ja, jetzt sind wir im Stilltal. Smoke on the Water. Legendär schon seit letztem Jahr, seit 2017. Heuer haben wir zweite Auflage. Ich bin natürlich ganz stolz, dass wir so viele Leute begrüßen können haben. Lauter rauchige Typen übrigens. Und sehr relaxed und cool. Ja, wir grillen da zwei Tage. Die Leute sind entspannt, mit dem Zelt, am Bach, im Schatten, verschiedene Plätze, im Wasser sitzen sie, im Bach drinnen, unserem Whirlpool, unserem Natur-Whirlpool. Und ich bin also irrsinnig gespannt, wie da jetzt die Sache rumkommt. Und wahrscheinlich wird uns das auf der Zunge gehen, weil wir haben da ein paar echt geile Bilder eingefangen. Nicht nur vom Fleisch am Grill, sondern auch, werdet ihr noch sehen. Und ja, lasst euch überraschen einmal. Wir wissen auf das Kämmer, auf den Wahnsinn. Auf das Kämmer, die normalen Schmiedehalten sind zurückgegangen. Grillen und Smoken ist unsere Leidenschaft. Alles haben wir es probiert, so im Gerätebau. Haben das Ganze weiterentwickelt und inzwischen sind Grill-Weltmeister und Catering-Unternehmer unsere Kunden. Wir verkaufen unsere Produkte europaweit an Grill-Weltmeister, Catering-Unternehmer und Kundschaften, die was gute Qualität wollen. Genau. Mit Billigprodukten aus China können wir nicht mithalten, wollen wir auch gar nicht. Wir erzeugen die Smoker in allen Größen, wie es die Kundschaft haben will, und bemühen uns, unsere Qualität noch zu verbessern, laufend. Ist natürlich ein gemeine Wissen, wenn wir dann noch gern grillen haben, natürlich. Genau. Ganz wichtig ist bei uns natürlich viele Produkte aus der Region, auch sehr viele Teilnehmer aus der Region. Unter anderem haben wir Grillfreunde da, wie der Adi Bittermann, Franz Grössing aus Tirol, unser Präsident vom Grill-ABC. Dann der Jürgen Körne, ein Partner von mir, mit dem ich auf Wettkämpfe zurzeit fahre, KCBS-Geschichten. Ja, jetzt haben wir da einen Weber, Erwin, und seinen KCBS-Vollprofi. Erwin, was ist KCBS, ganz kurz? KCBS ist nichts anderes wie Kansas City Barbecue Society. Aha. Ist eigentlich der größte Weltverband von den Grillern. Und das Ganze ist eigentlich auf Low and Slow Barbecue, also Brisket, Pulled Pork, Ribball, Händelteile. Deine Lieblingsdisziplin? Meine Lieblingsdisziplin ist Schwein und Brisket. Also ganze Rinderbrust und Pulled Pork. Also da sind wir immer ganz weit vorn. International steigen wir dieses Jahr auch sehr gut, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich hoffe, es geht in der Schlagart auch wieder weiter, dass wir unter die Top 10 kommen und dass es mal zur Weltmeisterschaft geht. Ah, vielleicht sehen wir uns ja mal bei der Weltmeisterschaft. Heute haben wir noch einen Triathlon, wir werden noch Tomahawk schmeißen. Und Bogenschießen. Vielleicht geht sie Disc Golf noch aus, bevor es Fenster wird. Und ja, lasst euch das auf die Zunge zergehen und schaut euch selber. Ja, der Mooshammer Josef, Starmetzger, darf ich einmal sagen, aus Graz, gell? Ist ganz toll, dass du heute bei uns da bist. Wir haben Bratwurst gemacht und so weiter. Und er hat eine ganz tolle Philosophie. Ihm geht es um ein ehrliches Produkt, kein Zickzack und am Boden bleiben, vom Würzen bis zum Handwerk. Stimmt's? Genau, das ist unsere Philosophie. Fleisch einfach Fleisch sein lassen und Fleisch wieder pur genießen und einmal den Geschmack vom Fleisch wieder entdecken. Was hast du für einen Tipp für unsere Leute daheim? Grilltipp, was muss man machen?
erstens einmal mindestens damit dick, alles andere ist einfach irrelevant und einfach nur salzen. Und dann spült sich mit ein bisschen Kräuterbutter, schöne Butter aufschlagen, Tomatenbutter, Schalottenbutter, das zerrinnt schön und das ist geschmackgut. Alles unter den ist zu wenig. Ja, also ich meine, das Deckel, was für alleine am Grill stehen kann, war schon ein Erwachsenes, das kann man perfekt grillen. Genau, so ist es. Ja, jetzt sind wir mitten im Feuer drinnen, nämlich rund um und um ist alles heiß in unserer Feuerarena und mittendrin der Jürgen. Wie war es denn da? Bisschen heiß, aber nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen. Also wir haben da schon so 50 Grad wahrscheinlich und ist schon eine Herausforderung, an so einem heißen Tag ein Asado zu machen, à la Estaca. Immer an der Glut, immer dran und zwischen zwei Feuerstellen, das ist schon eine Herausforderung. Von der Frieda ein Schweinchen verkostet, 10 bis 12 Wochen gereiftes Schweinefleisch, in Asche gereiftes, mit Kohle gereiftes Fleisch, mit Schokolade und Kakao verfeinert, veredelt, am Grill. Im Erdloch werden wir was grillen, und zwar einen Vorderfuß, das Vorderfüßchen vom Wagyu-Rind, von der Kalbin, auch sehr lange gereift. Rippen sind am Smoken, die werden gleich verkostet. Vom Adi werden wir gleich probieren eine Duroc-Krone mit Orangen, Honig und einen geilen Pfeffermix. Ja, Jürgen, du warst ja dabei, wie wir da hinten den ersten Stein gesetzt haben, den Stein der Weisen Asadores. Was hat sich da in der Zeit, wenn du so rund um dich umschaust? Sagen wir mal so, von nix auf eine wunderbare Grillschule. Ich glaube, die schönste Grillschule für Österreich. Diese Naturkulisse, das stille Tal, die Natürlichkeit, die gibt es sicher kein zweites Mal. Und ist einfach herrlich. Natürlich haben wir einen Feuerzauberer dabei und Gaumensechsler, der Adi Bittermann. Lohnt sich die Anreise? Also Smoke on the Water ist für mich natürlich eine Auszeit, ja, die was ich im stillen Tal sehr genieße. Die Leute, die daherkommen, sind lauter Qualitätsfanatiker. Ja. Die Lagerfeuer oder Feuerküche oder dieses Asado, was wir da betreiben, das ist sensationell. Du lernst jedes Mal neue Gartechniken, du lernst jedes Mal neue Impulse. Und vor allem die Leute, ja, sind total chillig, die sehen eigentlich wie das Lebensmittel, ja, vom Ursprung, ja, bis zur Endform, sprich dann am guten Brett oder am guten Stein serviert wird und wie das schmecken kann. Und da habe ich natürlich schon wieder Aquaplaning auf der Zunge, weil jetzt da habe ich eigentlich schon wieder das Röstaromen von der Nase bei mir, weil hinter mir ist schon das Feuer. Und da haben wir gestern gemacht eine Lampe drauf und das Lampe war sensationell. Aber Leo, was soll ich sagen, Weltklasse. Wir werden jetzt auch gleich da auf dem Feuer auf einen Erlenbredel, einen gescheiten Bracker, einen Mühviertler Granitwels im Feuer machen. Das heißt, wir werden das Feuer, wenn es abbrennt ist, eine gescheite Glut brauchen wir. Glut auseinander, in der Mitte kommt das Bredel brandelt leicht an, gibt der Raucharomen und die Hitze ist eine Strahlungswärme, die kommt von der Seite und halbe bis dreiviertel Stunde ist er fertig und den werden wir uns jetzt dann gleich geben. Also, wenn der Fisch natürlich jetzt fertig ist, ja, glaube ich, muss ich den alleine essen, so hat er das jetzt erklärt. Danke! Ja, und da haben wir jetzt den Grössing Franz, unseren Chef und Präsident vom Grill-ABC-Club in Tirol. Franz, was sagst du zur heutigen Geschichte? Eine wunderbare Sache, einzigartig. Alle schwärmen davon und ich auch. Ich weiß schon, der Franz hat morgen einen Spezialauftritt. Wir machen geräucherte Fische in einem Holmbaum. Und heute, der Spezialauftritt war ja, weil wir haben ihn heute nur mit der Schürzen begleitet, aber von hinten erwischt. Und das war richtig voll geil. Aus! Das ist die Bahnmaske. Der Schweinschulter ist da.
Alles Gute. Aus. Ja.